Salü und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute mal eine tolle Beilage zum Grill und zwar einen Kartoffelspieß. Für den Kartoffelspieß benötigen wir Kartoffeln, schon mal vorgekocht, also Pellkartoffeln. Dann Gemüse, was ja auch gerne roh ist, weil ihr kriegt das niemals gar. Und Paprika schmeckt auch roh fantastisch, deswegen wird nur mit angegrillt. Paprika. Ne? Zwiebel zum Beispiel ist schon nicht jedermanns Sache. Knoblauch zum Würzen, wenn ihr habt, noch ein bisschen Pesto. Und frische Kräuter, zum Beispiel Oregano, Estragon, Rosmarin, Thymian, sowas in die Richtung. Salz, Pfeffer und ein bisschen Olivenöl. Ganz einfach. Ne? Und zwar, wir stecken einfach Kartoffeln auf. Reihe nach einfach aufstecken. Ich mache die jetzt mal alle fertig und dann geht es gleich weiter. Ja, wir haben sie jetzt alle gesteckt. So sehen sie dann aus. Es geht etwas Olivenöl in die Grillpfanne rein. Nur so ein bisschen. Unsere Spieße einlegen. Das mit Olivenöl ist es also nicht zu heiß anbraten, sondern mit niedriger Temperatur. Wenn ihr es richtig kross mögt, also die werden ja auch kross durchs Braten, ne? Dann müsste man halt ein Rapsöl nehmen oder ein Sonnenblumenöl. So, Knoblauch kommt dazu, da drücken wir einfach. Für den Geschmack. Schon mal ein bisschen Salz rüber. Und etwas Pfeffer. Okay, wir lassen die von beiden Seiten braten. Wenn wir sie wenden, kommen die frischen Kräuter erst dazu. So, jetzt setzen wir die frischen Kräuter dazwischen. Und sich durch das Öl, wenn man das so ein bisschen bewegt, ne, dann verteilt sich das auf ganze Aroma. Ja, schön kross sind sie. Und jetzt geben wir noch mal ein bisschen Pesto dazu. Oben drauf. Das gibt dann den richtigen Geschmack. Ne? Ist ja eigentlich egal, was das für eine Pesto ist. Ob Rucola, ob das hier ist die Wildkräuterpesto. Der Wildkräuter steht. Ruhig mal anklicken. Ganz tolles Video. So. Et voilà. Sieht doch lecker aus. Das ist jetzt die vegane, vegetarische Variante. Lässt sich natürlich auch noch mit Speck abwandeln, wer mag. Bon Appetit wünsche ich euch, euer Biokoch. Unten läuft jetzt ein Salat aus gegrilltem Gemüse an. Das passt natürlich super lecker zum Grillen. Ja, wenn es euch gefallen hat, über ein Like freue ich mich besonders. Und verfolgen könnt ihr mich zum Beispiel bei Instagram, instagram.com/derbiokoch.